dran. Hallo Leute, guckt mal, ich bin hier auf einem riesigen Kahn unterwegs. 110 Meter ist das Ding lang. Und wir fahren auf dem Main immer weiter Richtung Mündung. Und darum geht's heute, um Flüsse. Durch Deutschland fließen mehr als 30 Flüsse, die länger als 200 Kilometer sind. Zum Beispiel der Rhein, die Elbe oder die Donau. Der längste Fluss der Welt ist der Nil mit 6671 Kilometern. Das ist mehr als sechsmal Deutschland von Nord nach Süd. Den Nil nutzten schon die alten Ägypter vor 5000 Jahren zum Warentransport. Heute verbindet ein dichtes Netz aus Flüssen und Kanälen ganz Europa, auf dem große Transportkähne Waren über tausende Kilometern hinweg transportieren. Ich verfolge heute einen der längsten deutschen Flüsse, von seinem Anfang bis zu seinem Ende, den Main. Dieses Rinnsal hier ist der Main. Am Anfang meiner Reise ist er nur ein kleiner Bach. Später wird er immer größer und ist wichtiger Lebensraum für Menschen und Tiere. Am Schluss ist der Main ein riesen Fluss, auf dem auch die großen Transportschiffe fahren. So eines darf ich heute sogar steuern. Also, los geht's, immer den Strom hinab. Hier kommt der Flusscheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wie entsteht ein Fluss? Wie entsteht Hochwasser? Und wozu braucht man Schleusen? Das checke ich für euch. Ich checke heute den Main. Der ist mehr als 500 Kilometer lang. Eine der Quellen des Mains, so nennt man den Anfang eines Flusses, liegt in Süddeutschland, im Fichtelgebirge. Dann schlängelt er sich nach Westen und fließt dabei durch große Städte, wie zum Beispiel Würzburg und Frankfurt. Das Ende vom Main, also die Mündung, liegt bei Mainz. Dort fließt er in einen der längsten deutschen Flüsse, den Rhein. So, einmal Fluss zurückspulen bitte. Denn ich beginne meine Main-Tour natürlich an einer der Quellen, dem Weißen Main im Fichtelgebirge. Mit dabei ist Veronika. Sie hat Geografie studiert und kennt sich bestens mit Flüssen aus. Und ihr stelle ich gleich meine erste Checkerfrage. Wie entsteht ein Fluss? Ach krass, und das ist jetzt die Das ist Quelle. Die Weißmain-Quelle, genau. Hier entspringt der Main. Dieses Rinnsal hier ist der Main. Richtig. Aber das ist ja nichts. Andere Bäche, andere Rinnsale fließen dazu und so wird der Main breiter. Aber hier ist quasi der erste Punkt, wo ein Teil des Mains entspringt und dann am Ende in den Rhein fließt. Und wenn wir das jetzt hier anhalten würden, warte mal so, hört dann der Main irgendwo anders auf zu fließen, oder? Nein, es sind ja eben diese anderen Zuflüsse, die auch noch reinfließen. Klar. Also es ist halt ein bisschen weniger, also dieses Rinnsal hört dann auf. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Diese blauen Schnüre hier sind viele kleine Rinnsale oder Bäche. Sie fließen zusammen und machen den Fluss immer breiter. Es entsteht also ein großer Fluss mit vielen kleinen Seitenarmen. Der fließt dann in einen noch größeren Fluss und später in einen See oder ins Meer. Aber warum fließt jetzt hier überhaupt Wasser raus? Also wieso ist hier eine Quelle? Ja, also der Berg hinter uns oder hinter dieser Quelle, in den sickert das Wasser ein. Hier fällt Niederschlag, also hier fällt Regen oder Schnee fällt und der schmilzt und der versickert in den Boden. Kannst du dir vorstellen, der Boden ist wie ein Schwamm, der dieses Wasser aufsaugt und das Wasser sickert nach unten. Warte mal, wir können das ja mal nachspielen. Ja, klar. Hier, Schwamm. Jawohl. So, das ist also der Boden hinter uns. Ja? Kannst du dir vorstellen. Dieser Berg da hinten. Mhm. Okay. Und das Wasser sickert, wenn Regen fällt. War das Regen? Haben wir auch? Wow. Jawohl. Kleines Kieskännchen. Nicht schlecht. So. Genau, okay. Und irgendwann im Boden kommt eine Schicht, eine Bodenschicht, in dem Fall ist es Granit, die das Wasser nicht mehr durchlässt. Also so wie der Stein jetzt hier. Ganz genau. Wo kein Wasser eindringen kann. Genau, richtig. Aha. Und sollen wir mal? Aha. Ja? Du bist jetzt der Regen, oder was? Ich bin der Regen. Also, okay. Genau. Also Regen fällt und sickert in den Boden ein, in den Schwamm und sickert nach unten. Und irgendwann kommt er aber nach unten nicht mehr weiter und läuft dann an dieser undurchlässigen Bodenschicht. Raus. Okay, und da, wo es jetzt einfach in dem Fall bei unserem Schwamm unten rauskommt, haben wir so eine Quelle. Ganz genau. Und woher weiß das Wasser hier von dieser Weißmain-Quelle jetzt, wo es lang fließen muss? Ja, das fließt erstmal bergab. Siehst du auch, wenn du hier runter guckst? Immer. Und muss natürlich Hindernissen ausweichen. Also so ein kleiner Bach hat als Hindernis einen Stein, einen Felsen. Mhm. Da muss das Wasser drumherum fließen. Aber immer abwärts. Bergauf fließen geht denn? Nein, und deswegen entspringen eigentlich alle Flüsse und Bäche auch im Gebirge. Ah, klar. Also wenn wir dem jetzt hier folgen würden, dann müssten ja immer mehr Zuflüsse kommen und es wird immer breiter werden. Ja, ganz genau. Und irgendwann stehen wir am Main, da können Schiffe fahren. Und das ist alles riesig. Riesiger Fluss. Dann machen wir das doch jetzt, Jawohl. Oder? Auf geht's. Nehmen wir unseren Schwamm mit, du nimmst den Regen. Ja.
Fluss entsteht an der Quelle. Neben- und Zuflüsse verbreitern ihn, bevor er schließlich in einen See oder ins Meer fließt. Gecheckt. Und jetzt? Eine Frage an euch. Was ist eine Tierwanderhilfe? A. Eine Brücke über den Fluss für Rehe. B. Ein Floß für Frösche bei starker Strömung. Oder C. Ein Umgehungsflüsschen für Fische. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Und weiter geht die Reise den Main hinunter. Von der Quelle sind Veronika und ich dem Main bis nach Bad Staffelstein gefolgt. Dort ist der Fluss schon deutlich breiter und wir steigen ins Kanu um. Wow. Alles gut. Sag mal, wieso ist es eigentlich um Flüsse rum immer so grün? Überall wachsen Pflanzen. Ja, weil so viel Wasser da ist. Nicht nur im Fluss ist natürlich Wasser, sondern auch am Ufer. Ist alles relativ feucht. Also auch wenn im Sommer Trockenheit ist und auf Äckern und Feldern alles so ein bisschen braun wird oder die Wiese so ein bisschen braun werden, das Grün verlieren, dann ist hier ja immer noch Feuchtigkeit. Die Uferlandschaften an Bächen und Flüssen nennt man Auen. Dort leben viele Tiere, die sich perfekt an den Fluss angepasst haben. Fischotter zum Beispiel sind hervorragende Schwimmer. Ihre Ohren und Nasenlöcher können sie unter Wasser verschließen. Die Wasseramseln haben ein wasserdichtes Gefieder und starke Krallen. Damit können die sich auch bei starker Strömung im Fluss gut halten. Und die Biber legen ihren Bau unter die Wasseroberfläche, damit keine Feinde rankommen. Aus Ästen und Holzstücken bauen sie Staudämme, die hunderte Meter lang und 2 Meter hoch werden können. Die Dämme stauen das Wasser, sodass der Biberbau auch bei niedrigem Wasserstand geschützt bleibt. Guck mal, hier ist ganz leicht. Ja, sogar die können wir mal was rausfischen. Können wir mal gucken, was da am Boden liegt? Jede Menge Algen. Ja, ganz viel so Schlick hier. Ja, genau. Und Steine. Jawohl. Und alle komplett so rundlich. Mhm. Also zumindest keine echten Ecken. Weißt du, woher das kommt? Warum? Dadurch, dass die im Wasser mittransportiert werden und aber teilweise auch aneinander schleifen, ja. Werden die ja, richtig abgeschliffen und dadurch entstehen dann diese abgerundeten Kanten und irgendwann, wenn das eine ganze Zeit lang passiert, hat man so richtige runde Flusskiesel. Aber ich meine, das dauert ja lange, oder? Bis so richtig scharfe Kanten so abgerundet sind. Also es kommt immer darauf an, wie sehr die aneinander schaben und aneinander reiben, aber von heute auf morgen geht es auf jeden Fall nicht. Außerdem kann man die flachen Steine super auf dem Wasser aufditschen lassen. Herzlichen Glückwunsch! Flusswasser hat eine Menge Kraft. Die kann man auch nutzen, um Strom zu erzeugen. Und zwar in einem Wasserkraftwerk. Und so eins gucke ich mir jetzt gleich an, mit Stefan. Bis gleich! Spaß! Veronika sammelt mich dann später wieder auf. So, und das hier ist jetzt das Wasserkraftwerk, oder? Ja, hier ist das Maschinenhaus. Okay. Da vorne ist die Wehranlage. Ja. Und die staut das Wasser auf. Aha, also diese riesige Mauer eigentlich. Und das Wasser läuft hier unten Richtung Maschinenhaus, aha, in die Turbinenkammer rein. Und so geht's. Wasser fließt durch die Turbine, die dann einen Generator antreibt. Und der erzeugt Strom. Unser Kraftwerk kann eine kleine Stadt 1 Jahr lang mit Strom versorgen. Die Turbinen liegen normalerweise unter Wasser. Aber eine wird gerade gewartet. Und die darf ich mir angucken. Wahnsinn. Und dieses Riesending jetzt hier ist die Turbine, oder? Das ist die Turbine. Und das heißt, hier fließt, wenn das jetzt nicht zugemacht ist, wie jetzt gerade, immer und durchgehend Wasser durch. Fließt immer Wasser durch, jawohl. Wie viel? Ja, das sind pro Sekunde 7000 Liter. 7000 Liter fließt pro Sekunde? 7000 Liter pro Sekunde. 7000. Oh, heftig, ey. Und das über 360 Tage im Jahr. Die Kraft von Flüssen nutzen wir Menschen schon seit mehreren tausend Jahren. Damals gab es aber natürlich keine Generatoren, die aus Wasserkraft Strom erzeugen können. Solche Geräte gibt es gerade mal seit so 150 Jahren. Davor haben die Menschen die Wasserkraft direkt genutzt, ohne Strom, mit Wassermühlen. Guckt mal. Die Bewegung des Wassers bringt das Mühlrad hier zum Drehen. Bei alten Mühlen wird die Drehbewegung über ein Räderwerk weitergeleitet. Die unterschiedlich großen Räder verteilen die Kraft so, dass man zum Beispiel ein Mahlwerk antreiben kann. So konnten die Menschen, noch bevor es Strom gab, große Mengen Korn zu Mehl mahlen und dann Brot backen. Auch am Main und seinen Nebenflüssen gab es solche Wassermühlen. Flüsse sind also schon seit Jahrtausenden wichtige Lebensadern. Klar,
Weil am Fluss hatten die Menschen Trinkwasser, einen praktischen Transportweg und oft auch Schutz vor Feinden am anderen Ufer. Kein Wunder also, dass die allermeisten großen Städte an Flüssen liegen. Am Main zum Beispiel liegen die Großstädte Würzburg und Frankfurt. Die Staumauer von so einem Kraftwerk ist für Fische ein echtes Hindernis. Deshalb haben sich Stefan und seine Leute was einfallen lassen. Deswegen bauen wir hier so ein Umgehungsgerinne, eine Tierwanderhilfe. Ja. Mit der kann ein wandernder Fisch oder auch Insekten können hier hochwandern. Okay. Die wandern da lang? Ja. Also das ist ja witzig. Das Umgehungsflüsschen lockt mit einer leichten Strömung die Fische an. Auf der anderen Seite der Staumauer kommt das Flüsslein wieder raus. Fische, die in der Gegenrichtung schwimmen, werden dort auch wieder von der Strömung angelockt und wandern den Umgehungsfluss bergauf. Super! Na gut? Super was! Super. Gut, dann los geht's, oder? Ja. Auf geht's. Weiter geht's mit Veronika den Fluss hinab. Denn wir haben ja noch einen weiten Weg bis zur Mündung vor uns. Der Fluss nimmt hier richtig Fahrt auf und führt auch viel mehr Wasser. Was passiert, wenn der Fluss nicht nur viel, sondern zu viel Wasser führt, das finde ich jetzt raus. Wie entsteht Hochwasser? Hochwasser ist ja grundsätzlich einfach nur, wenn zu viel Wasser im Fluss ist und das Wasser nicht mehr ausweichen kann und eben über die Ufer tritt. Okay, zu viel Wasser im Fluss ist Hochwasser, aber wo kommt das Wasser dann her? Ja, entweder von zu viel Niederschlag, also zu viel Regen, starke Regenfälle, oder wenn im Frühling der ganze Schnee schmilzt, oder dann tatsächlich noch im späten Frühling die Gletscher anfangen noch mit zu schmelzen. Das auf den Bergen? Ja. Und das merkt man in so einem Fluss hier? Genau. Meistens ist Hochwasser gar nicht da, wo viel Regen gefallen ist, sondern erst weiter unten am Fluss, wenn eben mehrere Flüsse wieder, die zu viel Wasser haben oder mehrere Zuflüsse, wieder zusammenfließen. Und also jeder bringt ein bisschen zu viel Wasser mit und insgesamt klar, ist es viel zu viel Wasser für den Fluss. Wenn der Fluss die Wassermassen nicht mehr abtransportieren kann, kommt es zu Überschwemmungen, so wie hier 2013 in Passau. Dort fließen drei Flüsse zusammen, die Ilz, der Inn und die Donau. Zusätzlich verschlimmert wird das Ganze dadurch, dass der Mensch in den vergangenen Jahrhunderten die Flüsse begradigt hat, damit Schiffe besser drauf fahren können. Guckt mal, so sah zum Beispiel der Main vor etwa 170 Jahren bei Schweinfurt aus. Der Fluss schlängelte sich, wie er lustig war, und an den Ufern war viel Platz. Und das ist der Main bei Schweinfurt heute. Weniger Kurven und die Häuser und Fabriken gehen direkt bis ans Ufer. Das ist eben ganz schlecht, wenn der dann auch noch begradigt wurde vorher, dann kannst du dir vorstellen, dass diese Wassermassen dann gar nicht mehr gebremst werden, sondern eigentlich nur noch geradeaus schießen. Hier ist eigentlich eine Flussautobahn dann. Kannst du dir so vorstellen, ja. Stellt euch mal vor, die beiden Schläuche hier sind zwei Flüsse. Der eine ist ein begradigter Fluss, der andere nicht. Und jetzt guckt mal, was passiert, wenn ich durch beide Flussläufe die gleiche Menge Wasser laufen lasse. Achtet mal drauf, auf welcher Seite das Wasser unten schneller ankommt. Achtung, alle bereit? 3, 2, 1. Bei einem geraden Flusslauf saust das Wasser viel schneller durch als bei so einem natürlichen, geschwungenen Fluss. Einfach weil die Strecke viel kürzer ist. Deswegen ist auch die Flasche da unten viel schneller übergelaufen. Bei Hochwasser ist das ein echtes Problem. Vor allem für die Städte, die am Flussunterlauf liegen. Weil das Wasser einfach früher und schneller bei denen ist. Bei so einem natürlichen, geschwungenen Fluss wird das Wasser erstens in den ganzen Kurven abgebremst. Und zweitens hat so ein geschwungener Fluss auch einfach eine längere Strecke und kann deshalb grundsätzlich viel mehr Wasser aufnehmen. Hochwasser entsteht durch starke Regenfälle und Schmelzwasser. Begradigte Flüsse fließen schneller. Dadurch steigt die Überschwemmungsgefahr. Gecheckt. Endspurt. Jetzt geht's richtig schnell. Oh, doch nicht. Und 1, 2, 3. 3. 4, 5, 6. Schaffen wir das hier? Ja. Und nochmal, warte.
ordentlich. Gleich haben wir es, glaube ich. Jetzt aber. Freie Fahrt voraus. Aber bis ich mit dem Ding bei der Mündung angekommen bin, das dauert ja Jahre. Auf jeden Fall. Ich muss noch nach einem größeren Boot suchen. Viel Erfolg. Ja, mach ich. Danke dir. Ciao, sehr gerne. Weiter fließt der Main. Von Bad Staffelstein über Bamberg, Würzburg und Aschaffenburg bis nach Frankfurt. Dort steige ich auf mein größeres Boot. Der Port hier ist ein sogenanntes Binnenschiff, also ein Schiff, das auf Flüssen fährt. 110 Meter Länge, 2600 Tonnen Ladekapazität, das ist weit mehr als 100 LKW transportieren können. Und einen Captain gibt's auch, den Klaus. Hallo Klaus. Ja, hallo Tobi, grüß dich. Schön, dass ich mit darf. Ja, also zur Sicherheit musst du Schwimmweste tragen. Ah, echt? Okay. Falls ich von Bord gehe. Ja, alles klar. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja. Top. Gehen wir runter. Um Erlaubnis an Bord treten ja, zu dürfen. Willkommen an Bord, ja. Okay. Machen wir los. So, wir legen ab, oder wie? Ja, wir machen los. Tobi, häng es da aus. Da der Tobi aushängen. Muss aushängen. So. Okay. Alles klar. Alles klar. Leine los. Leine los. Yeah, los geht's. Mann, ey, das Schiff ist richtig groß. Geladen hat Klaus übrigens Tierfutter. Das transportiert er von Österreich nach Holland. Für die Strecke braucht das Schiff rund 2 Wochen. Wir sind jetzt ja auf einem, wie heißt es, Binnenschiff, oder? Ja. Warum sagt man eigentlich Binnenschiff? Weil wir nur Binnengewässer fahren. Auf offener See raus dürfen wir nicht. Wir können an der Küste längs, aber raus auf die Nordsee dürfen wir nicht. Da ist die Stabilität nicht gewährleistet. Okay, deshalb Binnenschiff, weil man nur im Land binnen fährt. Binnengewässer, ja. Okay. Flüsse sind wichtige Transport- und Verkehrswege. Damit man auf Europas Flüssen mit dem Binnenschiff möglichst weit fahren kann, haben die Menschen Verbindungskanäle gebaut. Ein besonders wichtiger ist der Main-Donau-Kanal. Er verbindet den Rhein mit dem Main und der Donau. So kann man mit dem Schiff von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer fahren, einmal quer durch Europa. Binnenschiffe transportieren pro Jahr 230 Millionen Tonnen Waren durch Deutschland. Das ist so viel wie das Gewicht von über 45 Millionen Elefanten. Stellt euch mal vor, die würden alle auf den Flüssen rumfahren. Die Crew unseres Binnenschiffs besteht aus 2 Matrosen, Captain Klaus und noch einem Kapitän. Die beiden Kapitäne wechseln sich ab. Einer fährt, einer ruht sich aus. So kann das Boot immer unterwegs sein. Denn so eine Flussfahrt dauert schon echt eine Weile. Ich guck mal, was im Fernsehen läuft. Naja, oder vielleicht helfe ich doch besser Klaus auf der Brücke. Klaus, bist du am Steuern? Ja, hallo. Hi. Ja. Boah, voll viele Instrumente hier und so. Aber du hast gar kein Lenkrad. Nee, die Zeit ist vorbei. Das wird alles hier hydraulisch. Das Ding da? Ja. Damit steuerst du links, rechts? Ja. Steuerbord, Backbord, genau. Ja. Steuerbord rechts, Backbord links. Ja. Links, rechts ist der Todsünde auf dem Schiff. Sagt man nicht, ne? Nee. Entschuldigung. Und das Beste finde ich an diesen Schiffen ja immer, ihr habt doch diese Martinshörner oder so, so. Typhon, ja. Bei Gefahr muss hast man du sowas? Leute, ja. Kannst du einmal kurz anmachen? Ja. Reicht! Mann, ist so wie laut ist der Alter! Heftig! Ja, das muss man auch hören, wenn die Maschine ja, der Lärm. Ich hab's gehört. Aber sag mal, du, ich finde das ja alles ziemlich cool. Kann ich mal fahren? Ja, logisch. Echt? Lässt mich ans Steuer? Ja. Also hier hast du gesagt Steuerbord, Backbord. Ja. Ich muss sie immer vorne den Mast konzentrieren. Ja. Und das Ufer, die Bäume vorne. Und du siehst, ob das Schiff noch Steuerbord läuft oder noch Backbord. Aha. Und ich will gerade wohin fahren? Jetzt müssen wir geradeaus. Den Kurs so halten. Jetzt geht's. Jetzt kannst du. Ja. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Krass, Leute. Ich steuere über 2600 Tonnen Gewicht. Wie cool ist das denn? Oh, aber ich glaube, da vorne kommt ein Hindernis. Klaus, es macht riesig Bock, aber da vorne kommt eine Schleuse, ne? Und ich glaube nicht, dass ich das da durchschaffe. Nee, dann übernehmen lieber Willst ich. Willst du übernehmen? Ja. Ja, super. Ja, das macht besser der Klaus. Und wozu so eine Schleuse gut ist, kläre ich jetzt. Wozu braucht man Schleusen? Schleusen sind so eine Art Fahrstuhl für Schiffe und Boote. Es gibt sie überall dort, wo Schiffe einen Höhenunterschied oder eine Stufe überwinden müssen. Zum Beispiel bei einem Staudamm.
Eine Schleuse hat zwei große Tore auf beiden Seiten, die man ganz dicht verschließen kann. Das Schiff fährt in das Becken, dann wird dicht gemacht. Unten fließt Wasser ab, der Wasserspiegel sinkt und mit ihm das Schiff. Natürlich geht das genauso in die andere Richtung. Dann wird Wasser in die Kammer gepumpt und das Schiff steigt hoch. Einmal schleusen dauert ungefähr 20 Minuten. Ah, guck mal, jetzt öffnet sich das Tor auch wieder, ne? Ja, jetzt ist der Wasserspiegel gleich mit dem Unterkanal und dann geht das Tor auf und dann können wir rausfahren. Wie viel sind wir denn jetzt mit dem Schiff gesunken? Hier sind ca. 4,50 Meter, das ist je nach Wasserstand. Aber gerade waren wir echt noch da oben, oder? Wo die nasse Grenze da ist. Ja, das ist mit dem Oberkanal ausgeglichen und dann wird das hier unten rausgelassen, das Wasser. Ja. Und dann geht das Tor auf und dann können wir wieder unten rausfahren. Also wir sind jetzt echt einfach 4,5 Meter runtergesackt. Ja. In einer Schleuse werden Schiffe angehoben oder abgesenkt, um an Staumauern oder Wasserfällen vorbeizukommen. Gecheckt. Endlich, wir sind in Mainz angekommen. Feierabend für Klaus und seine Jungs. Guckt mal, Klaus hat sogar sein Auto mit an Bord. Damit fährt er jetzt zu seiner Familie. Bis er in 2 Wochen dann wieder zusteigt, ist einfach ein anderer Kapitän mit an Bord. Vielen Dank, es hat voll Spaß gemacht. Alles klar, bis wieder mal. Was sagt man in der Binnenschifffahrt so als Tschüss? Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und allzeit gute Fahrt. Dann immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und allzeit eine gute Fahrt. Danke. Komm gut nach Hause. Jo. Wo ist denn die Mündung eigentlich? Die Mainmündung so 3,5 Kilometer Richtung Weste. In die Richtung, ne? Fluss abwärts. Lauf ich. Ja, okay. Ciao, danke. Tschüss. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Hä? Ich wollte von euch wissen, was ist eine Tierwanderhilfe? A. Eine Brücke über den Fluss für Rehe. B. Ein Floß für Frösche bei starker Strömung. Oder C. Ein Umgehungsflüsschen für Fische. Na, habt ihr die Antwort vorhin gecheckt? Eine Tierwanderhilfe, ja. Mit der kann ein wandernder Fisch oder auch Insekten können hier hochwandern. Also, richtig ist Antwort C. Mit Tierwanderhilfen kommen Fische in beide Richtungen an Staumauern vorbei. Leute, geschafft. Guckt mal. Der Fluss, der hier von der Seite kommt, das ist der Main. Und überlegt mal, wie klein der am Anfang war. Dieses Rinnsal, was wir gesehen haben, ist jetzt so ein Riesenfluss und fließt hier, das ist die Mündung, in den Rhein. Dieses Riesending. Und zusammen fließen die ins Meer, in die Nordsee. Abgefahren, oder? So, und jetzt muss ich zurück, mein Boot kriegen. Oh Leute, Mist, mein Boot. Ich versuche das noch zu kriegen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Stopp! Hallo! Yes. Oh Mann! Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag, der alles wagt. Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy.